Kaffee? Ach, Mineralwasser wäre mir lieber, war doch etwas viel Champagner gestern. Und zu viele Zahlen. Da flattern unseren Ministerialen die kleinen bürgerlichen Hosenbeine. Man sollte sie nicht überfordern. Schließlich basiert ihre Zusammenarbeit auch auf ideellen Motiven. Wie weit seid ihr? Brandinger und Willroth machen mit. Manzig zögert noch. Man sollte es dabei bewenden lassen, Udo. Je mehr Beteiligte, desto mehr Gerede und Gewinnbeteiligung. Dein Wort in Gottes Ohr, Waldemar. Das Geld ist nicht das Problem, es ist die Warteschleife. Wenn der Zinssatz steigt und sich der Deal verzögert, wird's kritisch. Mit einer schriftlichen Absichtserklärung der Bundesregierung kann ich leider nicht dienen. Mensch, aber so wie wir die Dinge steuern, wird nichts schiefgehen. Wie weit ist die Finanzierung? Wir stellen 8 Milliarden auf die Beine. Weitere 5 bringen die Schweizer ein und 4,5 die Italiener. Wenn die erste Bautranche fertig ist, verkaufe ich an Brandinger mit Gewinnaufschlag. Brandinger beleiht das im Wert gestiegene Objekt neu und so geht's reihum. Na genial. Ist das Geld sauber? Es kommt von Banken in Genf und Rom. Wenn du davon ausgehst, dass Banken keine kriminellen Vereinigungen sind, ja. Ja, wir gehen doch alle dem ehrenwerten Geschäft der Geldvermehrung nach. Was kann daran böse sein? Champagner und Kopfschmerzen. Wie steht's mit den Kaufverhandlungen?